Jo, servus Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von Overwatch. Wir zocken heute mal mit Genji, ja, diesen komischen Ninja-Freak, der an sich eigentlich ganz geil ist. Nur irgendwie macht er bei mir nicht diesen Schaden, wie die Gegner bei mir immer machen. Das ist immer eine ganz komische Geschichte, aber an sich ist der eigentlich ganz nice, ja. Ich versuche jetzt mal, mit denen noch mal so ein bisschen abzugehen hier, mal gucken. Ich gucke. Der braucht irgendwie viel zu lange. Und irgendwie so, keine Ahnung. Also mit der Fähigkeit können wir Kugeln abblocken. Und die können wir vorstürmen. Ist eigentlich auch eine geile Fähigkeit. Gucken wir mal. Eigentlich ist der recht simpel, würde ich mal sagen. Ja, guck mal, Schwierigkeitsgrad. Oh, der scheint, eigentlich von den Punkten her, scheint der recht schwierig zu sein. Aber so schwierig kann der Bastard gar nicht sein. Ich hatte mit denen auch schon mal eine Zeit, wo ich ganz gut abgegangen bin. Aber irgendwie komme ich mit denen seinen Zielen nicht so richtig klar. Ja, ich weiß auch nicht. Da triffst du irgendwie nie was. Und wenn du was triffst, dann, ja, da machst du keinen Schaden. Das ist halt immer dieses Phänomen, ne? Das typische Phänomen. Dass die Gegner immer mehr Schaden machen wie du. Was hat denn der Kollege für Sprüche? Sprücheklopfer, komm. Okay, man versteht kein Wort. Hat er gesagt. War sein Wörtchen. Oh, shit. Cool ist, dass der Bastard springen kann. Das ist ganz geil. Ich hab die Pussy getroffen. Nice. Alter. Oh, hau doch weg. Hau doch weg. Hau weg die Scheiße. Komm, komm, komm. Heilung. Oh, wir sind wieder voll nice. Alles klar. Ich muss mal echt mal dran denken, dass ich meine Fähigkeit hier einsetze. Alter, ich hab's echt gekillt. Ist ja geil. Alles klar, Mann. Wie übertrieben Damage, das scheiß Geschütz. Kommen wir irgendwie woanders noch hoch? Ich kann doch mit denen so ein bisschen springen. Komme ich da irgendwie rein? Ich muss da reinkommen. Das kann nicht sein, ey. Wir müssen irgendwie durchkommen hier. Ja, Mann, komm, hau das Ding auch noch kaputt hier. Läuft, Junge, läuft, 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 läuft. Komm, einmal Heilung bitte. Yes. Ich meine, eigentlich ist der ganz geil, aber du musst halt flink sein mit den Kollegen, ne? Ja, natürlich. Wo sind denn noch unsere Leute hin, frage ich mich. Ganz ehrlich, ist überhaupt jemand da? Ist überhaupt jemand hier am Start, ey? Irgendwie muss ich ständig meine Leute mal suchen, ne? Also die Super, die müssen wir irgendwie nutzen, wenn wir in Gruppen von Gegnern stehen. Das ist eine geile Super. Plus. Oh, wie ich diese Geschütztürme hasse, ganz ehrlich. Die sind immer, also wenn ich selber zocke, natürlich extrem geil. Aber die sind immer viel zu overpowered, Mann, ganz ehrlich. Alles klar, Junge, Mann. Obwohl ich in der Luft bin, oder was? Obwohl ich in der scheiß Luft bin, haut er mich weg. Ja, du hast mich voll getroffen, auf jeden Fall. Ich habe gesehen, wie du mich getroffen hast, auf jeden Fall gerade. Ah, ich muss auf jeden Fall meine Super irgendwie noch zünden hier. Und wir müssen mal ein bisschen vordringen können zum nächsten Punkt hier. Das gibt's ja gar nicht. Echt traurig. Ich weiß gar nicht, wo sind da meine Leute? Das gibt's doch nicht. Oh, shit. Fucking Bombe, ey. Komm, komm, komm. Einmal Heilung. So wenig, Mann. Oh, diese Superfreunde. Ich kann euch gar nicht... Dieses komische fucking Geschützturm nennen. Du kommst ja auch nicht hin. Ja, ja, ja. Aber wir müssen doch irgendeine Klasse haben, die dieses scheiß Geschütztürmchen da kaputt machen können, ganz ehrlich.
Ja, komm, töte mich, Junge, töte mich einfach. Oh, ich hasse es. Wenn du das Geschütz an der richtigen Stelle stellst, hast du keine Chance. Also auf jeden Fall wird dieser Topion wahrscheinlich jetzt der beste Spieler sein. Weil wir kommen ja gar nicht vor. Vielleicht schaffen wir es jetzt noch irgendwie, wenn ich jetzt so schnell mal irgendwie vordringen kann hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, wir brauchen hier Punkte. Natürlich keine Punkte gekriegt. So, Zielpunkt 1 haben wir, das ist nice. Das ist wenigstens mal irgendwer vorgedrungen und hat das scheiß Geschütz kaputt gemacht. Ja. Irgendwie lang. Warte mal, wir gehen ja außen lang. Schau, fucking Bombe. Oh, natürlich. Komm, zieh doch noch mehr Leben ab, bitte. Noch mehr Leben, bitte. Damit es noch logischer wird. Ah, ich wollte gerade blocken. Hätte ich geblockt, hätte ich die Olle getötet, glaube ich. Ja, nun komm. Aber wir können direkt wieder hier vor der Haustür anfangen, glaube ich. Genau. Wir müssen Gott sei Dank nicht ganz so weit laufen mit diesem komischen Genji-Fuzzi hier. Der in sich ja gar nicht so schlecht ist, aber ich natürlich meine Super nicht zünde. Es wäre typisch, Leute, dass... Wenn die Gegner mich treffen... Die Gegner one-hitten mich mit der Fähigkeit vom Genji. Gerade diese Tracer, ja, die eh schon kein Leben hat. Ich muss sie zweimal treffen, bevor sie stirbt, mit die Super von Genji. Wenn ich Tracer spiele, one-hitten die mich. Ja, das ist sehr witzig, ist das. Sehr witzig. Äußerst witzig oft, ja. Das ist, ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum das immer wieder so geil ist in dem Spiel. Oh ja, komm, ein Treffer geht noch mal, damit du mich tötest hier, ganz ehrlich. Oh, irgendwie Heilung oder irgendwas hier. Hier ist was drin. 200. Oh shit, da kommen wir schon mehr nicht rein hier. Wie viele verdammte Topians haben die denn schon wieder? Und dieses Geschütz, die Schüsse vom Geschütz, die werden nicht reflektiert durch meine Fähigkeit. Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Verstehe ich das jetzt gerade falsch, oder was? Weil irgendwie passiert nichts, wenn ich das mache. Oh, wo ist denn die Pussy? Oh, ich hasse es, ganz ehrlich, ich hasse es so sehr. Dass es nie was wird, man, ganz ehrlich. Ah, es ist so behindert. Anfangs so gut und dann so verkackt hier. Oh man, der wird sein scheiß Geschütz auch noch auf Stufe, wahrscheinlich noch auf Stufe 3 auch noch haben. Ist natürlich noch geiler, ja. Stufe 3 des Geschütz hast du eh verkackt, oder? Und dann steht's auch noch so perfekt, dass du nicht hinkommst. Oh Mann, dieses räudige Geschütz, egal wo du vorguckst, du wirst getroffen. Ja, Mann. Ich muss kurz hier rein, denn ich brauche Leben. Komm, Heilung.
Töte die Pussy doch mal. Kann nicht sein, dass die hier 3 Stunden umherspielen und keiner kann sie töten, ganz ehrlich. Und nicht mein Hilfskill, okay? Ich scheine sie nicht getroffen zu haben. Dieses räudige Scheißgeschütz, Mann. Ich glaube, die haben mehrere Topia, wenn ich mir das so angucke. Oh ja, es war wieder logisch. Es war echt wieder so logisch, Mann. Und er stellt wieder sein hässliches Geschütz hin. Kaum ist es gestartet, schon stellt er wieder das Fuck-Geschütz hin. Ganz ehrlich, Mann, Genji ist behindert. Ich glaube, dass der cool ist, aber nur, wenn die Gegner den spielen. Weil, wie gesagt, ich mache leider keinen Schaden mit dem. Ja, Mann. Ja. Was auch traurig ist, dass das Geschütz einfach 100% Präzision hat, ja. Es trifft dich immer, es trifft dich immer. Und es steht einfach nur perfekt. Es steht einfach nur perfektes Geschütz. Ah, fuck, Mann. Eiskalt verkackt. Eiskalt verkackt, Freunde. Aber so richtig. Richtig verschissen, Mann. 7-8. Oh, ist das Bilder. Gucken wir uns hier nochmal an, den Kollegen McCree. Dann zeig mal, was kannst du hier. Ah, super. Ja, wenn die sitzt, ist auch geil. Boah, hat aber Glück gehabt, dass die nicht alle 100% hatten. Obwohl der gar nicht so lange gewartet hat, ja. Ja, wenn ich das mache, töte ich keinen. Er tötet 3. Okay, geblockter Schaden, ja, Moment. Jo, Freunde, okay, wir machen Schluss mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst bitte ein Däumchen nach oben da. Man kann nicht mit jedem Charakter cool sein, ne? Es gibt jeder Mensch hat irgendwie Charaktere, mit denen er nicht so kann, ja. Und Genji ist einer davon, mit denen ich halt nicht kann, ja. Also Leute, vielen, vielen Dank. Bis demnächst. Servus.